Si on m'avait dit ça il y a 5 ans en arrière, wenn man mir das vor 5 Jahren gesagt hätte, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Und dann waren es meine Nächsten, die mich da hochgehoben haben, Freunde, Verwandte, Leute, die wissen, wie viel ich dafür gegeben habe. Ihren Stolz zu spüren, das hat mich zu Tränen gerührt. Es war zweifelsohne der ganz große Abend des Brian Baier. 26 Jahre alt, Franzose, vor 5 Jahren noch in tiefsten französischen Fußballligen unterwegs und über Umwege im Jura gelandet, Basse-Cour Amateurfußball. Der Glaube an irgendeine Karriere damals klein, selbst als ihm ein Angebot aus der Promotion League in Aussicht gestellt wurde. Ich habe gezögert, wollte mir in Basse-Cour eine Arbeit suchen, an der Grenze wohnen, vielleicht einen kleinen Vertrag bei Basse-Cour unterschreiben und parallel arbeiten. Mein Coach hat mir dann gesagt, versuch's doch in Biel. Das ist ein gutes Schaufenster. Ich glaube, wenn du da überzeugst, kannst du weiterkommen. So kam's. Ivodo wurde auf ihn aufmerksam. Da gab's doch noch den ersten Profivertrag Anfang 2022. Auf diese Saison hin nun der Durchbruch. Baier unterdessen 11-facher Saisontorschütze und Held am Freitag beim 1:0-Sieg im Derby gegen das große Lausanne-Spor. Der Siegtreffer, ein Tor der Marke Baier. Typisch ich? Das Tor? Ja, das ist mein Spiel, aber ehrlich, das war nicht so schlecht, oder? Nein, ehrlich, das war natürlich toll, vor allem in diesem Spiel. Ich bin einer, der immer in Richtung Strafraum unterwegs ist, den direkten Weg zum Tor sucht. Auf jeden Fall ist Brian Baier ein Fußballspieler, der im Moment seinen großen Traum leben darf. Viele haben ihm auf dem Weg hierhin gesagt, es reiche nicht für mehr als das Amateurdasein, es reiche nicht für die Challenge League. Und nun? Reicht's ihm tatsächlich gar zur Super League? On sait pas, hein? On va voir l'année prochaine, si tout se passe bien.